In diesem Vergleich geht es um die professionellen Superweitwinkel-Zooms mit Lichtstärke 1 zu 2,8. Auf der einen Seite das EF 16-35 mm 1 zu 2,8 L USM in der dritten Version und das RF 15-35 mm 1 zu 2,8 L IS USM. Wie man sieht, ist der Größenunterschied nicht sonderlich deutlich. Die Unterschiede sind auf der optischen Seite zu finden. Zum einen hat das RF 15-35 mm 1 mm kürzere Anfangsbrennweite, was tatsächlich einen sichtbaren Unterschied macht. Insgesamt hat sich die optische Qualität verbessert, vor allen Dingen in der langen Brennweiteneinstellung bei 35 mm. Der wichtigste Unterschied ist aber sicherlich der optische Bildstabilisator, der in der EF-Version gar nicht zu finden ist. Der optische Bildstabilisator schafft optisch bis zu 5 Stufen Kompensation und im Zusammenspiel mit dem IBIS bis zu 7 Stufen. In Summe bietet also das RF-Objektiv deutlich mehr Vorteile, größerer Bildwinkel, eingebauter Bildstabilisator und dadurch natürlich auch mehr Flexibilität im Bereich des Lowlight-Einsatzes oder beim Filmen.